begrüße in der Hitparade. Ich glaube, den erfolgreichsten Produzenten, Texter, Komponisten in Deutschland der letzten Jahre. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Grüß dich. Hallo. Der Dieter ist hier heute in seiner Eigenschaft als Kopf von Blue System. Aber nun weiß ich, dass die Fans nach all dem, was in den letzten Wochen und Monaten rund um Modern Talking in der Zeitung stand, es mir nie verzeihen würden, wenn ich nicht die Frage stelle, und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Wir wissen es wirklich nicht. Er hat gesagt, lass mal, frag mal. Was ist mit Modern Talking? Es war viel über Streit und über Krach zu lesen, es waren unschöne Dinge zu lesen. Gibt es Modern Talking noch oder gibt es Modern Talking nicht mehr? Ich muss dazu sagen, das kann man gar nicht so erörtern in dieser kurzen Zeit. Wir hatten unheimlich viel Erfolg, es war eine super Zeit, auch mit Thomas. Wir hatten am Anfang viel, viel Spaß, am Ende ein bisschen weniger Spaß und ein bisschen mehr Stress. Und wir haben einfach dann gesagt, komm, lass uns mal lieber ein bisschen Pause machen und uns ein bisschen aus dem Weg gehen. Und jeder macht so sein eigenes Ding. Und ich bin jetzt auch nach Los Angeles gefahren, deshalb bin ich ein bisschen brauner als du. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Nee. Und hab so ein paar neue Sachen angeleiert und mit Rod Stewart, Kim Carnes und solche Sachen. Dieter, du hast auf der einen Seite gesagt, in der Vergangenheitsform von Modern Talking gesprochen, auf der anderen Seite Pause gesagt. Gibt's Modern Talking noch oder macht ihr nur eine Pause oder nicht oder was? Ja, also momentan machen wir eine Pause. Was passiert nach der Pause? Also, was später ist, das weiß ich wirklich nicht. Also, wenn Thomas mal wieder netter wird, dann mache ich weiter. Oh, wir haben zu diesem, das muss ich jetzt sagen, er weiß es nicht und er hat es auch noch nicht gesehen, Hand aufs Herz. Wir haben natürlich zu einem Duo gehören zwei. Und wir haben Thomas Anders letzte Woche zu Hause besucht. Thomas, sei es drum, was ist dran am großen Krach bei Modern Talking? Tja, der große Krach, viel beschrieben. Das, was ich vielleicht hier eigentlich mal unbedingt sagen muss, ich werde oft von Leuten angesprochen, wo halt eben auch die Meinung vorherrscht, dass ich so rausgeworfen wurde aus der Gruppe. Das ist mit Sicherheit nicht so, weil vor einem Jahr stand schon fest, dass Modern Talking im Herbst 87 das letzte Produkt auf den Markt bringt. Danach wollten wir eine größere Pause machen. Und weder hat Dieter die Möglichkeit oder das Recht, mich rauszuwerfen, beziehungsweise ich kann ihn auch nicht rauswerfen, sonst sind es halt eben Schallplattendeals, die halt eben die Plattenfirmen haben, das zu entscheiden und niemand anders. Aber sonst, ich meine, was ist dran an Modern Talking? Es gibt so für mich einen gewissen Leitfaden, der da aussagt, es ist nicht so wichtig, wie eine Sache anfängt, sondern wie eine Sache aufhört. Und ich hätte mir ganz ehrlich für Modern Talking ein schöneres Ende gewünscht. Und als ich in der Zeitung nun gelesen habe, dass es nun vorbei ist, da war Nora und ich gerade in Amerika. Also wir wussten überhaupt nichts davon, waren sehr, sehr überrascht. Und ich kann von heute, wenn ich es heute nun überblicke, die letzten Wochen, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich enttäuscht bin, wie halt eben das von Dieter gesagt wurde, halt eben so, dass man über den Tisch jetzt rübergegangen ist und man hat alles, das Ganze sauber gemacht, so mit Gewalt. Ich kann da im Grunde nur sagen, ganz menschlich gesehen, in einer Partnerschaft, sei sie nun beruflich oder sei sie nun privat, wenn da was auseinandergeht, es ist nicht so, dass einer alles richtig gemacht hat und der andere alles falsch. Aber ich wünsche ihm trotzdem von Herzen alles Gute, alles für das, was er sich wünscht und dass es alles so funktioniert, wie man es sich vorstellt im Leben. Ja, Dieter. Das war nett. Das war nett. Gut, ich würde auch sagen, wir belassen es dabei. Dieter, wir kommen zu Blue System und wir kommen, es geht ja weiter mit ihm. Der Mann ist ja nicht kaputt zu kriegen. Ähnlich erfolgreich, mindestens so erfolgreich wie Modern Talking, wie die aktuelle Single, die übrigens immer noch auf dem Markt ist. Blue System.